Hallo und herzlich willkommen, liebe Strategiefreunde, zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit Novgorod. Danke, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir werden jetzt hier weiter kämpfen in unserem Kreuzzug gegen Krim und Ottomane zusammen mit Polen und Litauen. Bisher eigentlich relativ erfolgreich. Also eigentlich ganz gut. Oh, guck mal, Kasan ist schon wieder am Expandieren. Wow, was ist denn hier passiert? Persien ist unabhängig, Chiva ist unabhängig, Khorasan ist unabhängig. Und die Timuriden sind ziemlich down, und zwar sonst wie. Oh, überlegt euch mal die Timuriden jetzt als Vasallen, das wäre ja, boah, wäre das geil. Wenn das machbar ist, werden wir das auf jeden Fall machen. Ganz ehrlich. Das wäre ja mal super mega awesome, würde ich mal behaupten. Töten wir schnell die Rebellen von Polen ein weiteres Mal. Und teilen hier unsere Armee auf. Um zwei Provinzen gleichzeitig zu belagern. Naja, oder auch nicht. Wir gehen erstmal hier hin und besiegen die 13.000 Rebellen, die wir hier haben. Haben wir schon so hohe? Ne, haben wir gar nicht. Warum ist denn dann hier... Ne, haben wir gar nicht. Wo ist denn hier so hohes Revoltenrisiko? Wahrscheinlich in den Provinzen, die ich gerade am... konvertieren bin. Saratov, Bolga. Ja, okay. Das ist natürlich klar, dass da jetzt hohes Revoltenrisiko herrscht. Ist auch Nationalismus immer noch drauf. Von daher, naja. Ist das dann doch relativ normal. So, dann hier schnell dahin laufen. Bevor die 12.000 Mann hier vernichtet werden. Komm schon. Nein, wir haben es nicht mehr rechtzeitig geschafft. So, da kommen weitere 25.000 Mann von den Ottomanen. Jetzt scheinen sie langsam mal hier ihre Armee auszupacken. Ja, wie viele Kriegspunkte habe ich hier eigentlich? Nur 5%, ja. Das heißt, wir müssen hoffen, dass hier Litauen bald mal einen ordentlichen Frieden macht. So, wir können wählen. Wie alt war unser Typi? 43, ja. In den können wir auf jeden Fall investieren. Vor allem, weil wir ja jetzt eine Adelsrepublik sind. Von daher... können wir da natürlich relativ gut... Ah, guck mal. Also, Bolga ist konvertiert, Goldene Horde, ja. Von daher können wir da jetzt relativ gut in die Leute investieren, weil wir jetzt halt eben 8 Jahre Zeit haben, um das hier wieder aufzustocken. Was im Klartext bedeutet, wir haben locker genug Zeit, um 10 republikanische Traditionen in der Zeit zu kriegen. So, dann machen wir hier die letzte Konvertierung, Ufa. Ja, sie haben uns hier leider erwischt in Kiew. Hoffen wir mal, dass die Armee hier nicht gestackwiped wird. Nein, aber wir haben sehr hohe Verluste. Eigentlich jetzt nur noch Artillerie. Beinahe. Okay. Warte mal, das ist meine Armee, die hier Einheiten hat, ne? Dann lassen wir die jetzt erstmal in Moskau. Und diese Armee hören wir hier mit... auf anzufügen und rennen mit der dann ganz gediegen ganz schnell weg. Ja, obwohl, vielleicht sollten wir hier Litauen lieber unterstützen und gucken, dass die hier nicht sterben. Ich glaube, jetzt bin ich aber schon zu spät nochmal reingelaufen. Toleranz für alle. Sehr schön. Toleranz kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, wir haben wieder verloren. Und jetzt wird die Armee hier gleich gestackwiped werden, schätze ich mal. Ja, wir sind hier ziemlich eingekesselt zwischen den ottomanischen Armeen. Wäre cool, wenn die jetzt einfach mal anfangen würden, ein bisschen zu belagern, damit wir unsere Armeen wieder aufladen können. Oder wieder regenerieren lassen können, besser gesagt. Ja, ja. Sind das jetzt seine restlichen Einheiten? Ne, der hatte doch gerade noch mehr, oder? Bin ich mir ziemlich sicher. So, dann senden wir ja unsere ganzen Einheiten mal wieder rein. Wir haben nur noch 30%, weil wir jetzt gerade die ganzen großen Schlachten hier verloren haben. So, was haben wir hier? Hier haben wir diesen schlechten General. Von daher warten wir hier erstmal noch auf den guten. So, und dann geht's hier drauf. Ah, ne, hier war der schlechte General. Dann nehmen wir hier den hier. Und was haben wir hier für einen Tech? Admin Tech. Administrative Republik, alle 5 Jahre Wahlen. Ja, auch nicht schlecht, aber wir... Ja, wohl. Naja, wir sparen erstmal noch unsere Punkte. Vielleicht gibt uns ja Litauen eine Provinz, dann brauchen wir unsere Punkte.
So, lassen wir die 18.000 erstmal hier kurz warten, bis die hier ein bisschen näher dran sind. Ah, guck mal, Frieden. Die Ottomanen wird Verträge mit der Krim aufkündigen. Die Ottomanen entlässt Montenegro in die Unabhängigkeit. Okay, er hat mir leider keine Provinzen gegeben. Machen wir mal hier ein paar Ansprüche. Ich denke, dann ist die KI mehr gewillt, uns da Provinzen zu geben. Vor allem, wenn man sieht, dass ich jetzt hier wieder 30.000 Manpower in diesem Krieg gerade eben gewastet habe. Oder investiert habe, meinetwegen. Aber ist auch eigentlich gut, weil wir damit die Expansion der Ottomanen und der Krim verlangsamen. Von daher auch durchaus was wert. Würde ich mal behaupten, zumindest. So, hier haben wir drei Grundsteuer. Hier könnten wir noch eins dazu addieren in Novgorod. Ja, das machen wir. Vor allem, weil die eine Grundsteuer auch in Novgorod deutlich mehr wert ist. Kostet natürlich ein bisschen Admin-Power. Aber ich denke, das ist es dennoch wert. Meiner Meinung nach. Auf Dauer. Obwohl es im Prinzip ja trotzdem nur Geld gegen Punkte ist. Finde ich aber trotzdem eigentlich ganz gut, mehr Grundsteuer in der Hauptstadt zu haben. So, geldmäßig. Wir machen plus 1 Dukaten momentan. Ja, wir müssen mal unsere Armee, glaube ich, ein bisschen umrüsten. Wir haben sehr viel Kavallerie. Gucken wir mal. Ja, die Kavallerie ist halt immer noch eigentlich stärker als die Infanterie. Weil sie fast genau gleich stark ist mit der. Also, Fernkampfmodifikator ist fast gleich stark und Nahkampf deutlich stärker. Aber vielleicht bräuchten wir mal ein bisschen mehr Artillerie. Die ist natürlich jetzt im Fernkampf schon mittlerweile deutlich stärker als die beiden anderen. Von daher würde ich sagen, bauen wir mal einen neuen Infanteristen und vier Artilleristen. Und dann können wir da zwei Armeen aufteilen. Wir werden auch noch mal ein bisschen Geld dazu bekommen, wenn unsere Missionierungen fertig sind. Die kosten ja schließlich auch Geld, die Missionare da zu unterhalten. Und ja, dann kostet es auch immer noch Geld, hier Kolonien zu haben. Wir werden jetzt mal hier die Kolonie hier fokussieren, weil wir da schon mehr Leute haben. Saratov ist konvertiert. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich nur noch eine Konvertierung. Okay, so, dann schicken wir dich wohin? Nach Bolgar. Genau, und die zweite Armee dann nach Ufa. So, los geht's. Erstmal wieder ein bisschen Manpower regenerieren lassen. So, hoffen wir mal, wir kommen hier noch rechtzeitig. Nicht, dass die jetzt hier unseren Missionarsfortschritt löschen. Der kostet ja immerhin gut was an Geld. Das wäre von daher nicht so gut. So. Getreide wird produziert in Pegaia Order. Okay. Charkow haben wir einen Anspruch vorgetäuscht. Das ist schon mal gut. Okay, dann machen wir hier noch einen neuen Anspruch auf die Krim. Quasi auf die drei Provinzen, an die wir angrenzen. Dann hoffen wir, dass im nächsten Krieg den Litauen vermutlich demnächst starten wird, dass uns da Litauen dann Provinzen gibt. So, Sibir hat gegen die Krim verloren. Sibir tritt Alimuli an Kasan ab, wird alle Verträge mit der Goldenen Horde aufkündigen. Okay. Ja, Sibir ist jetzt sehr, sehr klein. Obwohl hier Irtysh noch eine ziemlich gute Provinz ist. Sechs Grundsteuer. Na komm mal, sogar zwei. Nee. Doch, zwei sechs Grundsteuerprovinzen hat Sibir jetzt noch. Cool. Verbündet mit Chiva und Timurid. Ja, Timurid ist jetzt natürlich sehr irrelevant. Chiva ist auch sehr, sehr klein. Naja, okay, dann würde ich sagen, greifen wir dann demnächst Sibir nochmals an. Aber erst, wenn wir unseren Admin-Tag haben. Und wenn wir dann wieder ein bisschen Admin-Power haben, um überhaupt Kurs machen zu können, denn sonst ist das Ganze nämlich ziemlich sinnlos. So, wir könnten Kunstakademie bauen. Brauchen wir aber eigentlich momentan noch nicht. Ja, Universität dauert noch ein wenig. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Spiel es war, aber beim letzten Mal wollte ich ja eine Uni bauen, was natürlich noch gar nicht geht. Naja, so, lösen wir den hier mal wieder auf. Wirtschaftlich können wir den uns nämlich gerade leider nicht leisten und ich will nicht auf Dauer Verluste machen. Jedenfalls nicht so lange wir hier. Also, man kann Verluste machen, wenn man halt Gewinn trotzdem noch macht, während dem Frieden, indem man halt seine Armeeunterhalt runterschraubt. Momentan brauchen wir über vollen Armeeunterhalt, weil wir sehr viele. Ja, sehr viel Revoltenrisiko immer noch haben. So, wir haben ja
gut was entdecken. Wir sehen jetzt hier Island und die Anfänge der neuen Welt. Und was ich hier gerade sehe, Schweden und Dänemark sind im Krieg gegeneinander. Verteidiger gegen Brand. Ah ja, okay, das ist aber gar kein Krieg eigentlich zwischen Schweden und Dänemark, sondern ein Krieg zwischen Brandenburg und Sachsen. Die Eroberung von Thüringen. Und momentan ist Brandenburg sehr, sehr am Verlieren. Auf Brandenburgs Seite kämpft Dänemark und Böhmen. Und auf der Seite Sachsen kämpft Pommern, Magdeburg, Bayern und Schweden. Ja, ich denke, die werden hier den Krieg gewinnen. Ungarn hat Böhmen den Krieg erklärt. Ja, Ungarn ist jetzt getrittelt, oder in drei Teile zerschnitten hier. Einmal der südliche kroatische Teil, dann hier der Rest von, also das freie Ungarn quasi, und dann hier hinten nochmal. Ein Stück freies Ungarn. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Bourgeoisie fordert Privilegien. Ja, ihr könnt meine Diplo-Power haben, von der habe ich nämlich verhältnismäßig genug. So, mehr Toleranz. Oder, nee, wir warten hier auf den nächsten Militärtech, würde ich mal behaupten. Und machen unseren letzten Anspruch hier auf die Krim. Gott sei Dank kriegen wir mittlerweile schon wieder relativ schnell Manpower dazu. 600 im Monat. Das kann auf jeden Fall mal nicht schaden. So, unser Staatsehe mit Schweden ist ausgelaufen. Holen wir kurz den Typen aus Polen wieder zurück. Staatsehe mit Schweden erneuern. Sehr schön. Und dann verbessern wir mal wieder die bisschen die Beziehungen hier mit Litauen. Kann, denke ich mal, auch nicht schaden. Litauen vertraut Novgorod ganz und gar. Polen vertraut, dass Novgorod sich an unsere Abmachungen hält. Schweden auch vertraut, dass wir uns an unsere Abmachungen halten. Ja, okay. Also, unsere Verbündeten vertrauen uns schon recht gut. Was haben wir hier? Tritt Usturt an Kasan ab. Ja, Kasan ist momentan relativ expansiv. Hat jetzt auch ein Bündnis mit der Chagatai-Khanat wieder. Unser Inquisitor ist gestorben. Nein, jetzt können wir Ufa nicht mehr konvertieren. Verdammt. Verdammt. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ufa. Hallo, nein, bitte. Ich will das hier sehen. So, wir haben minus 7,5 und plus 4, 5, 6. Ne, eigentlich... Ah ja, wir machen 0,1 Fortschritt im Monat, kann das sein? Ja, okay. Ja, dann investieren wir ein bisschen was in Stabilität. So. Und dann sollte das Ganze gehen. Zwar deutlich langsamer als davor, aber es geht. Dauert es halt noch 3 Jahre, was natürlich sehr doof ist. Aber was soll man machen? Was haben wir hier noch? Russisches Reich könnten wir jetzt natürlich machen. Ah, oh, unser Typ ist gestorben. Okay. Ah ne, warte, das ist eine neue Wahl. Wieso kann ich den jetzt nicht nochmal wählen? Seltsam. Okay, ja, gehen wir mal wieder auf Verwaltungspunkte, von denen fehlt uns nämlich momentan gerade ein bisschen was. Denn wir brauchen hier ja Punkte zum Koren und noch Punkte zum Tacken, von daher sollten wir da möglichst noch ein paar mehr Points reinholen. Neuer Herrscher in Litauen, okay. Unsere Ansprüche auf die Krim sind fertig. So, wann ist hier unser Waffenstillstand ausgelaufen? In 2 Jahren. Ja, ich denke, da werden wir demnächst sofort dann wieder den Krieg erklären gegen die Krim, bevor es Litauen tut. Hoffen wir mal, dass Litauen und Polen uns dann auch helfen. Wo auch immer gerade die litauische Armee ist. Krieg mit Böhmen anscheinend. Ja, ist auch okay. Naja. So, eine unserer Kolonien ist selbsterhaltend. Turan. Ja, damit wir jetzt wieder ein bisschen Geld machen, gehen wir jetzt erstmal wieder, denke ich, auf eine Kolonie und werden uns dann hier erstmal so hier entlang hangeln bis zum Ende und hier die Küste abstecken. Ich denke, das kann auf jeden Fall mal nicht schaden. So, jetzt machen wir wieder 8 Dukaten im Monat. Wir haben aber auch gerade keinen Verwaltungsberater, weil wir da nur Level 2er zur Verfügung haben oder 3er und die können wir uns mit Kolonie und Missionaren und so großer Armee vor allem nicht leisten. Von daher ist das natürlich jetzt ein bisschen doof, weil gerade eigentlich Verwaltung das ist, wo wir den extra Punkt gebrauchen könnten.
Aber was soll man machen, ne? So, ja, Polen ist momentan im Frieden. Litauen würde uns wahrscheinlich nicht helfen, weil die jetzt momentan noch in einem anderen Krieg sind. Aber bis in 2 Jahren kann sich das ja auch alles schon enden. Dänemark schloss weißen Frieden mit Sachsen. Und Schweden... Ah ja, der ganze Krieg ist... Nee. Ah ja, sowohl Schweden als auch Dänemark haben hier anscheinend Frieden geschlossen. So, das heißt, jetzt hat Brandenburg minus 71%, wird von daher vermutlich relativ klar verlieren. Monopolfirma gegründet. Entweder Diplopower und Handelseffizienz oder 800 Dukaten. Staatsehe von Schweden, ja. Ja, da uns das hier nur Schiffe bringt, würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal hier das Geld. Gucken wir mal, was wir damit Schönes bauen könnten. Wir können uns noch einen Diplomaten holen. Kunstakademie. Mark. Mark wäre natürlich gar nicht mal doof eigentlich. Wenn wir deutlich mehr Manpower bekommen. Wie viel kostet die Mark? 500. Naja. Weiß nicht. Level 2er Forts hier hinten will ich eigentlich auch nicht bauen. Tempel. Ja, Tempel könnten wir eigentlich mal ein paar bauen. Wie sieht es eigentlich jetzt aus mit den Produktionsgebäuden? Da hat sich auch ein bisschen was verändert. Hier haben wir lokale Produktionseffizienz, produzierte Handelsgüter. Ja. Klingt auf jeden Fall auch gut hier, wenn wir das hier in unseren Pelzprovinzen bauen würden. Aber ich denke, erstmal werden wir hier Tempel bauen. Einfach aus dem Grund. Naja, warte mal, hier brauchen wir es nicht, weil das hier die falsche Kultur ist. Einfach aus dem Grund, weil wir da dann auch ein bisschen mehr Limit kriegen, weil das ja quasi indirekt unsere Grundsteuer erhöht und damit ja, unsere Limits auch erhöht. Bei Seeprovinzen natürlich auch das Seelimit, bei Landprovinzen halt eben nur das Landlimit. So, aber wir können auch schon wieder tanken. Militärische Technologie. Machen wir das. Mehr Manpower, sehr schön. So, was haben wir hier? Sternförmige Bastionen und wir haben restrukturierte östliche Husaren gekriegt. Ja. Also wir hatten davor das hier. Der hier hat ein bisschen besseren Fernkampf als der hier oben, als die Kosaken. Was schlägt mir denn das Spiel hier vor? Hier, die restrukturierten... Ja, ich weiß nicht. Ja, ich denke, alles in allem sind die tatsächlich am besten. Von daher nehmen wir die jetzt auch mal. Irgendwo hat das Spiel ja dann doch ab und zu mal recht. Was haben wir hier? Ah ja, 25% Verteidigungsfähigkeit, okay. Kazan hat der Goldenen Horde mal wieder den Krieg erklärt, zum 100. Mal. Machen wir hier wieder ein paar neue Ansprüche auf Kazan. Okay, Toleranz für alle ist leider ausgelaufen. Haben wir hier mittlerweile... Ne, haben wir nicht. Kein Level 1er Berater. Ziehen wir mal hier den Diplomaten aus Schweden ab. Weil wir können gleich den Krieg erklären gegen die Krim. Und zwar nämlich am 29. September. Hoffen wir mal, dass sie nicht wieder instant ein Bündnis mit den Ottomanen haben. Nein. So, Litauen hilft uns. Polen ist verschuldet. Geben wir mal ein bisschen Geld. Obwohl, naja, warte mal. Wenn das nur die Krim ist... Nee, da brauche ich eigentlich gar keine Hilfe. Nee, dann lassen wir Litauen da einfach raus. Erklären hier den Krieg. Okay, dann nehmen wir hier die Armee mit einem General. Wir schicken die ohne General hier hin, um die Revolten zu bekämpfen. Ottomanen traten ein Militärbündnis mit der Krim bei. Hoffen wir mal, dass die Krim die Ottomanen da jetzt nicht nachträglich noch reinzieht. Aber ich denke, das ist jetzt erstmal nicht mehr machbar. So. Okay, dann können wir jetzt ja endlich mal unseren ersten Krieg gegen die Krim machen, ohne dass uns hier irgendjemand nervt. Und mit irgendjemand meine ich die Ottomanen natürlich. Und teilweise auch Litauen und Polen, denn es kann natürlich durchaus sein, dass die uns da Provinzen wegschnappen. Obwohl die ja bisher nur ihre eigenen Provinzen zurückerobert haben. So, wir haben ihre Armee schon komplett vernichtet. Das ist natürlich sehr praktisch. Sehr, sehr, sehr praktisch. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach hier gleich... Upsala, falsche Taste.
Hier einfach gleich eine Flächenbelagerung. So. Können die Flächenbelagerung noch ein bisschen ausweiten, wenn die ganzen kleinen Armeen dann reinforced sind. Dann können wir da überall noch ein paar Truppen rausziehen, denke ich. Normalerweise zumindest. So, hier haben wir eine Religionsrevolte. Die schlagen wir erstmal nieder. So. Hier bräuchten wir einen General. Ja, nehmen wir mal den hier. Ivan Gorensky. Und dann können wir hier irgendwo schon was abspalten. Nee, dauert Minimum mal noch einen Monat. So, guck mal, hier können wir jetzt schon was abspalten. Schicken wir die schon mal nach dort. Wo ist denn unser General? Hier momentan. Warte mal, machen wir das anders. Schicken wir einen nach dort. So. Und dafür schicken wir dann... Hallo? Hier den General mit der Kavallerieeinheit hier rüber. Ach, jetzt ist der General ganz weg. Ich hasse diesen Bug, wenn man das wechselt, dass dann der General einfach verschwindet teilweise. Oder halt einfach nicht mehr hier in der Armee drinne ist. Das ist äußerst unpraktisch. Aber naja. So, hier können wir noch einmal eine Armee abspalten. Ebenso wie hier. Okay. So, Heretiker in Ufa sind konvertiert. Wie sieht es jetzt mit drinnen Revolten aus? Ja, relativ niedrig. Nationalismus ist schon weitestgehend weg. Von daher eigentlich auch ganz gut. Was haben wir hier eigentlich für Force? Warum sind doch nur Zweier Force. Warum brauchst du denn hier überall 3000 Mann? So, da können wir noch einen abziehen. Und da können wir noch einen abziehen. Und da können wir noch einen abziehen. Und hier können wir auch noch eine abziehen. Er hat jetzt mittlerweile schon 6000 Mann wieder. Will hier jetzt meine Belagerungsarmee in Sarashin besiegen. Da warten wir jetzt erstmal noch ganz kurz, bis alle unsere Armeen angekommen sind in Unterdon. So, und dann lassen wir hier einen Infanterist, einen Kavallerist zurück. Und greifen seine Armee an, denke ich. Ich denke, das sollten wir durchaus schaffen. Haben ja immerhin deutlich besseren Tech auch als er. Und natürlich auch einen sehr, sehr guten General. Ja, das war mehr als easy, würde ich mal sagen. Große Revolte in Umurtien. So, wo ist das? Da oben. Dann laufen wir da mal geschwind hin. Zwei Belagerungen sind schon fertig. Dann ziehen wir die hier nach vorne. So, 22. September. Das dauert echt ganz schön lange hier. So, und dann... Naja, cool. Die sind instant einfach verschwunden. Auch gut. Künstler, sehr schön. Haben wir hier wenigstens wieder einen Level 1er Berater, den wir ordentlich benutzen können. Ja, und jetzt werden wir einfach weiter hier die... Die 1er-Stacks hier... verfolgen. So, hier lang und hier lang. Vielleicht werde ich mir Georgien als Vasalle holen. Ist auch noch nicht konvertiert. Cool, dann lohnt sich das sogar auf jeden Fall. Aggressive Expansion ist schon relativ... Ja, ist schon ziemlich niedrig. Das heißt, wir könnten einfach ganz Georgien erobern und dann als Vasallen freilassen. Klingt gut. Wir haben auch noch ein Beziehungslimit frei. Dann haben wir da nämlich einen orthodoxen Vasallen. Das ist auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall. So, hier haben wir noch 2000 Mann. Die können hier auch noch belagern. Und dann werden wir ihn hier... Ne, so, Belagerung dorthin, Belagerung dorthin. Und dann gehen wir auf Geschwindigkeit 5, würde ich sagen. Aber bevor wir diesen Krieg hier gegen die Krim abschließen, verabschiede ich mich erstmal für heute von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann, euer Violett.